Servus Leute, jetzt habt ihr die Gelegenheit, mir dabei zuzuschauen, wie ich den neuen GORUCK Basic Functional Fitness Test durchführe, und zwar den Teil mit dem Sandbag und dem Rucksack, dem Suitcase Walk für 200 Meter. Man kann die Hände wechseln, so oft wie man will. Man kann das Ding auch absetzen. Ja. Ich habe mir eine Strecke ausgemessen mit Schritten, ja, also mehr oder weniger 100 Meter hin und dann 100 Meter wieder zurück. Also gefühlt und von der Optik her sieht mir das gut nach 100 Metern aus. Wenn es nur 90 sind, ist es Pech. Ich werde den auch nochmal irgendwann wiederholen auf einer richtigen Strecke, also einer 100 Meter Tartanbahn, weil dann ist es ganz sicher. Ja, also ist jetzt ein bisschen Differenz zwischen meinem GPS, meiner Uhr und dem, was ich mit Schritten abgemessen habe. Ja, nach Schritten soll es eigentlich tatsächlich fast mehr als 100 Meter sein. Laut der komischen Uhr sind es 80. Also das ist doch schon ein ziemlich großer Unterschied, aber rein optisch gesehen sieht es mir schon nach 100 aus. Also wir machen einfach mal. Ja? Nicht viel fragen, einfach machen. Zu den Gewichten. Mein Sandbag hat wie immer, sollte eigentlich 80 haben, hat glaube ich 88. Ich müsste den mal nachwiegen, wie viel er jetzt tatsächlich in dem Trockenheitszustand, den er hat, hat. Ja? Und den Rucksack habe ich tatsächlich jetzt nachgewogen. Der hat 44,97 Pfund oder sowas. Ne? Also sagen wir mal, einmal draufgespuckt, da hat er 45. Dafür ist die Sandbag schwerer, also ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ja? So, ich werde die Kamera fest aufstellen, weil dann seht ihr mich. Ja? Also, wir sehen uns, bis gleich. So, dann würde ich sagen, wir legen mal los. Jo. Immer schön durch die Nase atmen. Also. Ich bin jetzt doch so weit gelaufen, dass die Uhr die 200 Meter angezeigt hat. 1 Minute 46, 52. So, das war jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück über dem, was ich gemessen habe. Aber da vertraue ich doch tatsächlich bei der Garmin doch da drauf, dass sie das mit dem Entfernungsmessen drauf hat. Eher als mir selber. Hab schon lange nicht mehr nach Schritten gezählt. Ja, soweit von mir. Könnt ihr gerne auch mal ausprobieren. Also ein Trick, was mir jetzt aufgefallen ist, ihr könnt den Sandsack
ganz, ganz schlecht am langen Arm tragen, weil ihr dann mit dem Knie immer dagegen rennt. Ihr müsst ihn hochziehen bis auf Hüfthöhe, damit ihr vernünftig laufen könnt. Und wird es dann halt irgendwann mal von der Kraft her eng. Ja? Gerade wenn ihr rennt, den Bizeps immer auf Spannung haben, um das Ding oben zu halten. 200 Meter mache ich das nicht. Habt ihr ja gemerkt. Ne? Und dann wird es halt mühsam am Ende. Aber geht schon. Ja? Either you win or you learn. Ne? Entweder ihr gewinnt oder ihr lernt was draus. Oder beides. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn euch so ein Scheiß hier interessiert, gerne den Kanal abonnieren, Like da lassen, Bimmel anmachen und so. Ja. Also dann, wir sehen uns. Euer Mike. Haut rein, Jungs und Mädels.